Tschüsschen, ihr Lieben. Ein Zuschauer an Packing, Unboxing, an Auspacking. Ich habe die Adressen natürlich geschwärzt. Ich habe schon mal an den Seiten aufgeschnitten, sodass wir gleich öffnen können, gemeinsam und reingucken können, was da drin ist. Ich weiß nur, dass es von einer Zuschauerin ist. Es stand Zuschauerpost dabei. Ich habe mit gar nichts gerechnet. Also mir hat niemand geschrieben, hey, kann ich dir was schicken? Es ist eine Überraschung gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre irgendwas von Amazon, was ich mir bestellt hatte. Aber das hatte ich ja schon mittags erhalten. Von daher habe ich mir gedacht, okay, gehe ich einfach mal zu Paki. Es ist Post von der, wenn ich da richtig lese, Monika, Veronika. Wenn du weißt, dass dieses Paket von dir ist, dann bitte, bitte kommentiere mir, damit ich mich bei dir persönlich bedanken kann. Das wäre super. Super wäre das. So, ich bin ganz aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten. Ich bin ja gerade erst die Tür rein, vor 10 Minuten oder so. Und habe mir gedacht, hey, komm, das packst du jetzt direkt aus. Ich muss mal gucken, dass ich das Licht ein bisschen besser hinkriege. Ich schau mal eben. Ich will das Licht richtig haben. Egal, wir machen jetzt einfach mal. Vielleicht wird das Licht gleich besser. So, ich mache mal kurz hier Lichterkette an. Vielleicht, nee, tut sich nichts. Okay, egal. So, das ist ein etwas größeres Paket. Also es hat aber schon ein bisschen gelitten. Ich glaube, das war die Post. DHL ist bei uns nicht sehr nett mit Paketen. Ja, ich muss sagen, alles, was ich bisher rausgeschickt hatte, war entweder irgendwo verloren in irgendeiner Stadt, kam zurück oder kam kaputt an oder kam kaputt, weiß ich nicht wo an. Ja. Uiuiui. Was ist das denn? Ihr sollt mir doch nicht so viel schenken. Ihr sollt mir nicht so viel... Ach, Leute. Was mache ich mit euch? Was mache ich mit euch? Ich muss jetzt erstmal hier diese Seite abmachen. Dann gucken wir mal hier rein. Oh. Ich liebe ja so selbstgemachte Sachen, ne? Habe ich ja von der Pinkies Kreativwelt auch schon etwas. Das habe ich auch noch hier liegen, so ein Tuch. Die Farben, richtige Baby-Yoda-Farben. Oh, sind die... Die kommen gar nicht zur Geltung bei dem blöden Licht hier. Moment, da muss ich mal eben hier gucken. Wegen dem Licht. Oh, wird es jetzt besser, das Licht? Ich hoffe. Da sind Geschenke eingepackt. Da ist eine Karte drin. Da ist Tee drin und Leckereien. Und dieses Tuch hier in den Farben von Baby Yoda. Also hier ist so beige, weiß und helles Grün. Ihr wisst ja, dass ich ganz viele Baby Yoda Sachen habe und ganz viel auf dieses Grün stehe. Ja? Ihr seht dieses Grün jetzt nicht so gut, wie es eigentlich ist. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt das Licht hier einstelle. Moment, das gefällt mir gerade noch nicht. Moment. So, jetzt habe ich so ein bisschen die Farbe verändert. Mal gucken, ob ihr so das besser erkennen könnt. Das ist so ein schönes Grün. Ich weiß nicht, warum das nicht richtig aufnimmt. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. So in der Art. Ein bisschen helleres Grün als das. Aber hier, wenn das hier liegt, sieht man es, ne? Total schön. So eine kleine, feine Decke. Selbst gemacht. Da hast du dir echt Mühe mitgegeben. Vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es. Das ist so ein Grün. Ja, da danke ich dir. Da danke ich dir. Da haben wir hier eine Karte. Die gucke ich mir jetzt erstes an. Die verrät mir. Gucke ich erstmal, ob ich die vorlesen darf. Ich hoffe, du hast Spaß an den Sachen. Ich schaue gerne deine Videos. Ich bin Veronika. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ja, dann schreib mir bitte in die Kommentare, welchen Nickname du hast. Also ich sehe es ja dann. Dann kann ich mich bei dir so bedanken. Als erstes fällt mir das ins Auge. Und zwar haben wir hier so ein Körbchen. Finde ich ja total toll, ne? Da kann ich schön meine Stifte reinstellen oder ihr Zubehör. Das ist toll. Gefällt mir gut. Und da ist auch das erste Geschenk schon. Oh. Ich würde mal sagen, ich hole alle Geschenke raus und wir öffnen die gemeinsam hier an dem Tisch. Ne? Ich packe mal eben hier alles raus. Boah, da ist ja noch was. Was haben wir da? Noch mehr? Also, wie viel hast du mir denn eingepackt? Noch was? Noch mehr? Also, das scheint Diamond Paintings zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir hier was Schönes drin? Was ist das denn? Ein Minzsack?
Oh, das riecht gut. Leider ist er so ein bisschen aufgegangen. Ein bisschen fliegt da rum, aber das tue ich gleich alles in den Sack rein. Der riecht echt gut. Den tue ich mir hier rein. Dann haben wir hier noch was. Oh, Leckereien. Schnabulieren. Gummibärchen. Noch mehr Gummibärchen. Waldfrucht Granatapfel. Granatapfel ist richtig gut für mein Immunsystem. Vielen lieben Dank. Orange und Zimt. Oh, sieht auch gut aus. So, dann haben wir hier noch Gummibärchen. Ich weiß nicht, warum das hier alles so orange ist, aber ja. Ich kümmere mich gleich drum. So, den Karton packen wir zur Seite. Der ist nämlich so ein bisschen gedutscht. So, ich werde mal eben das Bild nochmal verändern, weil diese Farbe gefällt mir so nicht. Ja, Moment. Bin gleich für euch da. Oh, diese Geschenke. Ich freue mich wie zu Weihnachten. Guckt euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Da hast du dir Mühe mitgegeben, 8 Sachen zu verpacken, extra nur für mich. Hättest du doch gar nicht gemusst. Mensch, Leute. Okay, Moment. Ich stelle eben hier die Farbe richtig ein und dann machen wir weiter. Die Farbe ist wieder normal. Jetzt habt ihr wenigstens nicht so einen komischen Orangeton. Wir haben hier, wie gesagt, 4 Päckchen Gummibärchen. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin im Moment sehr viel unterzuckert. Und da kann ich das ganz gut gebrauchen, wenn mal wieder so eine Unterzuckerung kommt, dass ich direkt nam, 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 ne? Wisst ihr Bescheid. So, den Tee, den tue ich mir auch zur Seite. Den tue ich mir hier in dieses schöne Körbchen, was ich drin hatte. Tue ich zur Seite. Und dann packen wir mal das erste aus, was in den Körbchen drin war. Oh, schön. Haben wir denn da drin? Socken. Oder was ist das? Das sind. Nee, eine Mütze. Oh, ist die schön. Ist die toll. Ich werde ihn gleich mal anprobieren nach dem. Oh, ist die weich. Guckt euch mal die Mütze an. Toll. Ich liebe Mützen. Ich liebe Mützen. Habe ich in Videos noch nie gesagt, aber wenn bei mir zum Beispiel wieder Schemos oder sonst was kommen, habe ich ja meistens Haarverlust. Und wenn ich dann schöne Mützen habe, ist das. Boah, ist das toll. Die Farben sind auch schön. Voll schön. Vielen lieben Dank. Oh, ist die weich und warm. Die fühlt sich richtig flauschig an. Ach, wie schön. Da hat jemand wirklich mit Liebe für mich Sachen gemacht. Das ist echt süß. Da freue ich mich. Erinnert mich immer an meine Oma. Die hat mir auch immer so Sachen gehäkelt. Schön. Ach, toll. Ich gerade in Schwärmen. Ist das schön. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mit dem Paket ja gar nicht. Ja. Vielen lieben Dank. So, ich packe jetzt das mal zur Seite. Nein, ich werde heute nicht heulen. Ich reiße mich zusammen. Ich freue mich einfach nur. Oh, ist das schön. Nee. Oh, ist das schön. Mit so Perlen dran. Guck mal. Wenn man stöhnt im Flur herum, ja. Wieder wird aufgehoben. Oh, guckt euch die an. Ich danke dir von Herzen. Du weißt gar nicht, wie sehr ich solche Mützen liebe und brauche. Gerade in der Winterzeit. Oder falls wieder bei mir irgendwas sein sollte. Im Moment steht es ja noch offen. Die Symptome sprechen sehr stark dafür. Diese Kaltschweißausbrüche und große Lymphknoten. Aber mehr werde ich euch erzählen, wenn ich mehr weiß. Okay? Okay. So. Wir arbeiten uns jetzt weiter voran. Bin fasziniert, ja. Ich freue mich so. Womit habe ich das verdient? Ich habe doch schon so viel. Oh, ein Stift. Ein Stift. Oh ja, so einen durchsichtigen. Habe ich so ähnlich, aber hier ist das Muster anders. Ich habe so einen durchsichtigen, habe ich. Aber man muss als Diamond Painter wissen, immer wenn man solche Acrylstifte bestellt, sind die Muster anders. Die sind ja alle selbst, also handgemacht. Und bei jedem Stift ist das Muster anders. Von daher ist das Muster hier geil. Ich habe nichts gesagt. Ich zeige euch mal den Stift, den ich schon habe. Und dann können wir mal vergleichen.
Seht ihr den Unterschied? Bei mir ist nämlich mehr durchsichtig. Und hier haben wir richtig schön viel von der weißen Fläche. Ich zeige euch das mal hier so. Kann man das jetzt besser sehen? Das ist der, den ich geschenkt gekriegt habe. Und das ist der, den ich vorher hatte. Der hatte viel weniger Weiß drin. Da freue ich mich, weil genauso finde ich den toll. Guckt mal, wie viel Weiß da drin ist. Ist ja schön. Moment. Ach, jetzt wird es wieder dunkel, ist ja klar. So. So, jetzt seht ihr es so ein bisschen besser. Ach, schön. Weil dieser hier, den hatte ich mir mal geholt und war enttäuscht, weil er so wenig Weiß drin war, weil der fast nur durchsichtig ist. Und dieser hier. Da hast du Glück gehabt. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank, richtig cool. Und da ist auch noch ein Aufsatz dabei. Ein Fünfersetzer. Und so ein Schrägsetzer, den habe ich nicht mehr. Ich hatte davon mal einen und der war kaputt. Sehr cool. So, die Aufsätze packe ich in mein Tässchen. Und dann machen wir mal weiter. Weiter. Bis jetzt Volltreffer, also volle Kanne. Ich habe damit nicht gerechnet, weil ich mache ja auch nie Aufrufe für irgendwas. Ich möchte auch nicht, dass ihr mir irgendwie teure Sachen schenkt. Wie gesagt, also mit so selbstgemachten Sachen wie der Mütze und so, wird mir genauso eine Freude gemacht. Oder mit einer Postkarte oder mit lieben Worten per E-Mail. Das reicht auch schon. Nee. Och, ist das süß. Ist zwar sehr klein, aber du weißt genau, dass ich auf Elfen abfahre, ja? Da hat sich jemand meine Videos definitiv angeguckt. In der Größe habe ich es noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es mal testen, um ABs auszuprobieren. Eckige Steinchen hast du dabei. Nee. Ich meine, gut, es ist sehr verpixelt und sehr klein. Aber für zwischendurch richtig cool. Und du weißt genau, dass ich auf eckig stehe, ne? Ja, vielen lieben Dank. Das ist ja echt süß. Das ist süß. 30x30 mit 17 Farben. Aber ihr wisst, dass ihr mir keine Bilder schicken müsst, ne? Ihr wisst das. Ihr wisst das. Ich habe nämlich so viele Bilder. Da habt ihr echt Glück, wenn ich mal ein Bild nicht habe. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. Deshalb sage ich ja immer, ihr müsst mir nichts schicken. Ihr seid dazu nicht verpflichtet. Aber ich freue mich. Das von vollem Herzen. Wirklich. Richtig süß. Wenn vor allen Dingen jemand mir was schickt und man daran merkt, an den Sachen, die mir geschickt werden, dass mir wirklich zugehört und zugeguckt wird. Diese Mützen sind toll. Die sind toll. Bin mal gespannt. Sorry, dass ich das so aufreiße, aber... Ja. Was haben wir hier? Nein, wie süß! Die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Oh, ist die niedlich. Ist die auch mit eckig? Nee, die ist mit rund, aber nicht schlimm. Für rund habe ich noch richtig tolle AB-Steinchen. Die würde ich dann gerne in den... Sind das Süßigkeiten, ne? Könnte ich sein, so kleine pummelig. Ja. Ey, ist die süß. Du hast wirklich meine Videos verfolgt, ne? Ich merke das. Die ganzen Elfen. Vor allen Dingen hast du jetzt Elfen besorgt, die ich hier noch gar nicht hatte. Die ist echt genial. Oh, die lege ich mir zur Seite. Die werde ich, glaube ich, heute mal anfangen. Die ist süß. Vielen lieben Dank. Mein Gott, und noch was und noch was. Ich hoffe, du schreibst in die Kommentare. Weil ich will mich bei sowas wirklich bedanken, ne? Nein, 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 nein. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Ich lese und weiß direkt, was Sache ist. Gleich mal aufpassen. Hast du nicht gemacht, ne? Nein, 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 nein. Das ist so süß. Ich hab das noch nicht. Oh, geil. Ja, ja, ja. Sorry, dass ich mich so ausdrück. Oh.
Ich hab's von der Mrs. Crazy Diamond mal geschickt bekommen, als Foto. Da hat sie mich gefragt, ob ich das schon hab. Und da hab ich gesagt, boah, das muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Das ist auf meiner To-Do-Liste. Runde Steine macht aber nichts. Hauptsache Baby Yoda. Toolkit. Oh, ist das toll. Ah, guckt mal. Ist das geil. May the luck be with you. Kann ich gebrauchen, wirklich. Kann ich gerade jetzt echt gut gebrauchen. Ganz viel Glück. Ey, ist das toll, oder? Boah. Wir haben hier 22 Farben. Also wenn ihr dieses Bild irgendwo seht, holt es euch. Guckt mal, wie gut das rauskommt. Das ist ja der Knüller. Das ist der Hammer. Ich finde das so schön, wenn ich wirklich Zuschauer habe, die mich kennen. Die mich kennen. So Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Kann ja gar nicht mehr übertroffen werden, ne? Im Prinzip. Oh, ich bin... Doch, kann übertroffen werden. Weil dieses habe ich auch noch nicht. Und ich habe es mir auch noch nicht bestellt. Ich habe ja so viele Firmen an der Hand, aber ich habe es mir noch nicht bestellt. Dasselbe habe ich ja als Stickbild. Habe es aber noch nicht gemacht. Oh, ist das toll. Ist das der Hammer. Du bist der Hammer. Vielen lieben Dank. Die Baby Yoda-Bilder werde ich auf jeden Fall... auf jeden Fall in Ehren halten. Ich habe ja jetzt schon sehr viele Baby Yoda Bilder. Ich werde, glaube ich, die Tage mal ein Video machen, wie viele Baby Yoda Bilder ich hier auf Lager habe. Ihr werdet euch wundern. Total toll. Ja, die Steine dabei. Und rund ist ja meistens, ne? Man muss Glück haben. 24 Farben, 30x30. Das ist so geil. Ah, total toll. Ich freue mich wirklich. Vielen lieben Dank. Wirklich, ich freue mich tierisch. Ich freue mich wie ein Schlosskönig hier. Ey, damit habe ich null gerechnet, ne? So, dann kommen wir mal zum letzten. Oh Mensch. Schon vorbei. Aber, ey, ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, du hast dir echt viel Mühe gegeben. Du hast genau hingehört, hingeschaut, was hat sie noch nicht. Was kann ich ihr für eine Freude machen? Auf welche Farben steht sie? Was mag sie gerne? Du hast einen Volltreffer geleistet. Das ist echt... Was ist hier drin? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Oh, hier sind nur die ganzen Duftkerne. Muss ich gleich erstmal auffegen. Was hast du jetzt hier dran? Oh, wow. Was ist das denn? Ey, das könnte ich sein. Wahnsinn. Die sieht aus wie ich. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber die sieht aus wie ich. Wieso fliegen hier Steine rum? Eckige und runde. Was hast du hier gemacht? Oh, ist das schön. Guckt mal. Muss ich euch mal nah zeigen. Das könnte ich sein. Wenn hier eine Katze auf dem Tisch stehen würde, anstatt der beiden Tiere, dann könnte das ich sein. Ich sitze nämlich auch immer so da. Echt, ich sitze immer so da auf meinem Stuhl. Ah, lustig. Genial. Vor allen Dingen sitze ich hier auch am Fenster. Ich habe ja meinen Schreibtisch quasi hier. Und da ist mein Fenster. Also ich sitze hier, da ist mein Stuhl. Und dahinter ist mein großes Regal und da ist das Fenster. Und sie sitzt... zum Fenster hin, so wie ich eigentlich meinen Schreibtisch hinstellen möchte, die nächste Zeit. Oh, ist das toll. Wie kommst du auf sowas? Das ist ja echt ein Knaller. Das ist ein Knaller. Ich muss ja erstmal gucken, mit Sticken habe ich mich noch nicht großartig befasst. Aber das Bild ist... oh. Voll schön. Ich glaube, ich muss wirklich jetzt mal anfangen zu sticken, die Tage. Ah, ist der Wahnsinn. Ist das schön. Ist das schön. Stickanleitung. Ist ja Kreuzstich, ne? Ja.
Guck mal, da ist auch direkt ein Tool dabei, so ein Fingerhut. Oh, so viele Farben. Aber diese Farben sind schön. Das ist eine gute Leinwand. Wow. Mensch, du, da freue ich mich wirklich. Ich muss die Tage wohl wirklich mal anfangen zu sticken. Ich habe so schöne Bilder jetzt hier. Aber vorher möchte ich die Baby-Yoda-Bilder abfilmen und painten und... Womit habe ich das verdient? Kannst du mir das mal sagen? Warum schenkst du mir so tolle Sachen? Ich bin doch einfach nur auf YouTube ein paar Videos am Drehen. Mehr mache ich doch gar nicht. Ihr müsst mir nicht so viele Geschenke machen, um mir zu zeigen, dass ihr mich gerne guckt. Ich habe euch auch so ganz doll lieb. Und das meine ich ernst. Ja, von vollem Herzen. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Die Sachen sind einfach fantastisch. Also ganz besonders habe ich mich über dieses Bild gefreut. Muss ich gleich auch mal meinem Mann zeigen. Ist der Knaller. Boah. Ja, das ist der Wahnsinn. Die anderen Bilder sind auch fantastisch. Die Elfen, die ich noch gar nicht hatte. Die sind echt klasse. Und Wahnsinn. Diese Mützen sind der Hammer. Ich freue mich jetzt schon. Ich würde am liebsten jetzt schon Winter haben wollen, ja. Und dieses Tuch. Dieses Tuch. Oh. Ich kann nur Danke sagen. Vielen lieben Dank für dieses Paket. Das hättest du nicht machen müssen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sage so oft jetzt schon. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, genauso wie ihr. Ich finde es total toll. Ich habe da manchmal echt ein schlechtes Gewissen, weil ich so viele Geschenke kriege immer wieder von euch. Ich habe da manchmal wirklich ein schlechtes Gewissen. Ja. Also mir bleibt nur zu sagen, genau. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bedanke mich ganz, ganz doll für alles. Für alles. Vielen lieben Dank für dieses super schöne Handmade-Paket. Ja, also richtig toll. Richtig toll. Bitte schreib mir in die Kommentare, damit ich mich wirklich richtig persönlich bei dir bedanken kann. Nicht nur hier im Video runtergerasselt, sondern auch wirklich mit dir mal ein bisschen privat schreiben kann. Ich würde mich freuen. Ja, wenn wir mal privat ein bisschen schnacken könnten. Das würde mich richtig freuen. Weil der Kontakt zu euch ist mir sehr, sehr wichtig. Ich freue mich immer, wenn ich mit Zuschauern schreibe. Ihr seid genauso Menschen wie ich, also von daher, warum nicht? Und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, bleibt mir bitte gesund, passt gut auf euch auf. Ich weiß, ich sage es in jedem Video, aber es ist nun mal so. Es ist das, was ich denke und sagen möchte zu euch. Ja? Passt auf euch auf. Tschüss.